Manchmal ist es so, dass wir in geistlichen Dingen viel, viel weniger logisch denken und vorangehen als in den natürlichen Dingen. Wir gehen beispielsweise davon aus, dass im geistlichen Bereich irgendwelche Dinge vollkommen automatisch geschehen, ohne unser Zutun, ohne dass wir irgendwas dafür machen müssen, obwohl es im natürlichen Bereich auch nicht so ist. Jesus ist gestorben für alle Menschen. Er hat ein Opfer vollbracht, was vollkommen ausreichend ist. Aber sind dadurch alle Menschen errettet und erlöst? Nein. Es sind nur die erlöst, die diese Erlösung für sich in Anspruch nehmen, die sie ergreifen, die sie haben wollen. Das ist ein geistliches Prinzip. Es geschieht nicht automatisch, sondern wenn du dich aufmachst und zu Gott gehst und sagst, ich möchte das haben, dann kannst du es erfassen, ergreifen und es wird in deinem Leben Realität werden. Jesus starb für den größten Verbrecher unserer Nation, genauso wie für dich und mich. Aber dieser größte Verbrecher weiß vielleicht gar nichts von der Erlösungsbotschaft oder er hat sie nicht ergriffen und wenn er sie nicht ergreift, wird er in seinen Sünden sterben. Der Unterschied zwischen ihm und uns ist, dass wir irgendwann einmal es ergriffen haben, für uns beansprucht haben. Und das ist ein interessantes geistliches Prinzip. Es gilt für viele, viele andere geistliche Bereiche auch. Wir müssen uns aufmachen, danach ausstrecken und es wirklich erfassen wollen. Das gilt für die Segnungen, die Gott für unser Leben vorgesehen hat, für jegliche geistliche Segnungen. Es geschieht nicht automatisch, dass ein Mensch beispielsweise im Heiligen Geist getauft wird. Es geschieht nicht automatisch, dass da prophetische Worte kommen oder Worte der Weissagung. Es geschieht nicht automatisch, dass da Heilung fließt, sondern es ist etwas, wonach wir uns ausstrecken müssen, was wir erfassen wollen, was der Herr uns anbietet und wo wir sagen, ja, ich möchte das gerne haben. Und wir aktiv im Gebet, wie bei der Entscheidung für Jesus, zu Gott gehen und sagen, Herr, ich beanspruche das für mich. Und deshalb ist es ja wichtig, dass wir wissen, was die Bibel uns sagt, was uns als Kinder Gottes zusteht, was uns sozusagen rechtlich zusteht. Und dann können wir zu Gott gehen und sagen, in deinem Wort steht, dass du dieses oder jenes mir verheißt und ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Ganz genauso, wie du dich bekehrt hast. Und dann wirst du sehen, dass Dinge in deinem Leben sich verändern und die Segnung Gottes in ganz neuer Weise freigesetzt sind. In Jesaja lesen wir, unsere Leiden, er, nämlich der Messias, Jesus, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also, Schmerzen, Leiden, Krankheit, all diese Dinge, Jesus hat sie getragen, genauso wie er deine Sünde getragen hast. Du kannst zu ihm gehen und kannst sagen, ich beanspruche, dass ich davon frei bin, genauso wie ich von der Sünde frei bin. Im Neuen Testament wird das aufgegriffen. Da heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib, selbst an das Holz, also das Kreuz, hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er ist zu unserer Heilung gestorben. Und zwar Heilung in jedem einzelnen Lebensbereich. Und das betrifft ein ganz großes Spektrum. Das ist nicht nur körperliche Heilung, das ist auch psychische Gesundheit, das ist finanzielle Gesundheit, das sind gesunde, gute Beziehungen, das ist ein gesunder Arbeitsplatz und so weiter und so weiter. Er ist dafür gestorben, dass wir im Heil leben, was er für uns hat. Streck dich neu danach aus. Lies die Bibel, wo die Verheißungen Gottes sind und lass sie zu deinem Herzen sprechen und wende dich zu Gott und geh kühn zu ihm und sag, Herr, ich möchte das ergreifen. Ich möchte nicht länger darauf warten, dass das irgendwie automatisch geschieht, sondern ich habe verstanden, ich mache mich auf und bekomme es direkt von dir. In dem Sinne glaube ich, dass Gott wirklich viel mehr für dich hat.